willkommen zu meinem ersten Video in Faktorreich Physikalische Chemie. In diesem Video wird es um das daltonische Partialdruckgesetz gehen. Da ich aber eine Biotechnologiestudentin bin, will ich euch am Anfang des Videos daraus aufmerksam machen, dass man mit dem Partialdruck nicht nur in Physik oder physikalische Chemie zu tun hat. In der Biologie und Medizin spielen die Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Partialdrucke eine große Rolle. In Medizin wird der Partialdruck immer dann anstatt der Massenkonzentration verwendet, wenn das Diffusionsverhalten des gelösten Gases betrachtet wird, zum Beispiel Sauerstoff im Blut. Typische Themen dafür sind die Analyse der Zusammensetzung der ausgeatmeten Luft oder Entstehung der Gasblasenkrankheit der Fische. Jetzt noch ganz kurz Historisches. Um in der Lage zu sein, den Beitrag jeder einzelnen Komponente der Gasmischung zum Gesamtdruck zu bestimmen, leitete im 19. Jahrhundert John Dalton mit Hilfe von zahlreichen Experimenten einen Zusammenhang ab, den wir heute als daltonisches Gesetz kennen. Das Gesetz lautet: Der Druck einer Mischung idealer Gase, wichtig, das müssen ideale Gase sein, entspricht der Summe der Drucke, den jedes Gas bei gleicher Temperatur alleine ausüben würde. An dieser Stelle wäre das vielleicht hilfreich, nochmal zu erläutern, was die idealen Gase überhaupt sind und was die überhaupt von realen Gasen unterscheidet. Also, die Teilchen eines idealen Gases werden als Messpunkte betrachtet, die zwar eine Masse, aber kein Volumen haben. Dann, zwischen den Teilchen treten keine anziehenden und abstößenden Kräfte auf. Und die Stöße zwischen den Teilchen untereinander sowie zwischen den Teilchen und den Wänden des Gefäßes erfolgen vollkommen elastisch. Genau. Und nochmal, wichtig ist, dass das Gesetz von Dalton nur für Mischungen idealer Gase und nur dann auch für Mischungen realer Gase gilt, wenn die Drucke so niedrig sind, dass man ideales Verhalten annehmen kann. Hier habe ich eine Abbildung für euch vorbereitet, um das Gesetz noch besser erklären zu können. In diesem Gefäß befindet sich eine bestimmte Masse an Kohlenstoffdioxid, die allein in diesem Gefäß einen Druck von 5 kPa ausübt. In dem nächsten Gefäß befindet sich eine bestimmte Masse an Sauerstoff, die alleine in diesem Gefäß einen Druck von 20 kPa ausübt. Wichtig ist hier anzumerken, dass all diese Gefäße das gleiche Volumen haben und da die Temperatur, die hier herrscht, auch gleich ist. Ja, und im letzten Gefäß befindet sich sowohl Kohlenstoffdioxid wie Sauerstoff und der Druck, der hier herrscht, ist 25 kPa, weil der Kohlenstoffdioxid einen Druck von einem Partialdruck von 5 kPa zur Gesamtmischung beiträgt und Sauerstoff einen Druck von 20 kPa. Daraus kommt die Summe 25 kPa. Also der Gesamtdruck ist gleich die Summe der Partialdrucke. Okay, auf diese Weise kann man also den Gesamtdruck bestimmen. Jetzt kommen wir zur Berechnung des Partialdrucks. Hier habe ich eine Formel aufgeschrieben. Partialdruck gleich Moldruck oder anders genannt Stoffmengenanteil mal Gesamtdruck. Ja, hier habe ich nochmal erklärt, was Moldruck überhaupt bedeutet. Also es ist die Stoffmenge der Komponente J, also nur eine einzelne Komponente, geteilt durch gesamte Stoffmenge der Mischung. Hier habe ich das auch so mehr chemisch aufgeschrieben. Also die Stoffmenge gleich NJ geteilt durch N. N ist die Summe aller Stoffmengen. Und wie man überhaupt auf die Gleichung kommt, ja, dafür braucht man ein ideales Gasgesetz. P gleich N mal R mal T geteilt durch V. N ist die Stoffmenge, R ist die Gaskonstante, T ist die Temperatur. Und wenn man das für Partialdruck anpasst, dann ist P1 gleich N1 mal R mal T geteilt durch V. Das kann man für mehrere Partialdrucke machen.
Und wenn man die beiden Gleichungen gleichsetzt, dann bekommt man Pi, also Partialdruck geteilt durch Gesamtdruck, gleich Stoffmenge der Komponente J geteilt durch Gesamtstoffmenge. Also genau das, was wir hier hatten. Und wir wissen jetzt auch, dass die Stoffmenge der Komponente J geteilt durch gesamte Stoffmenge der Mischung gleich Molendruck ist. Also, wenn man die Gleichung hier auf PJ Partialdruck auflöst, dann bekommt man genau das, die gleiche Formel, wie ich hier aufgeschrieben habe. Also, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, aber hauptsächlich, dass ihr alles verstanden habt, was ich euch hier erklären wollte. Und für mehr Videos über physikalische Chemie lade ich euch herzlich ein, die Videos von meinem Professor anzugucken. Cyfox, Dankeschön.